Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, grüezi miteinander. Herzlich willkommen zur ersten Sendung Glasspolitik Spezial. Glasspolitik, das ist unsere Bundesrats-Sitcom aus der Sendung.ch. Sie sehen, wir stehen hier direkt vor dem Bundeshaus und das ist nicht ganz zufällig. Schließlich parodieren ja Birgit Steinegger und Walter Andreas Müller schon seit ein paar Jahren in dieser Sitcom die Mitglieder vom Bundesrat, die ja bekanntlich genau da innen zusammenarbeiten. So sollte es zumindest sein. Es gilt ja das Kollegialitätsprinzip. Oder überspitzt gesagt, unsere Landesregierung lebt in so einer Art WG und Geschichte von dieser WG. Wir fangen einen Teil davon, zeigen wir euch in der nächsten halben Stunde. Also gut, fangen wir an. In einer WG ist es ja immer recht schwierig, wenn jemand Neuer dazukommt. Und das war da nicht anders gewesen. Vor allen Dingen, wenn es jemand ist wie ein Christoph Blocher, der ja gern gerade von Anfang an will ich sagen, was durchgeht. Guten Abend alle. Ich bin heim. Wo ist Moritz? Ist im Zimmer hinein. Er täubelt. Ach was? Er will nicht mehr mit uns zu haben. Ich will auch nichts mehr zu tun haben. Dieser Präsident von Staatenvereinigten, ich habe ihm gesagt, reiß Mauer ab zwischen Israel und Palästina und bau damit Monument auf Ground Zero. Aber er sagt, nein, ich weiß nicht mehr, wie ich soll ihn für mich gewinnen. Vielleicht machst du mal etwas aus deinen Haaren. Da drin hat es gute Frisurentipps. Ach, ich denke an, Rudi. Nein. Das ist alles eine Frage vom Führungsstil. Sagen wir mal, du wettest, dass dir jemand einen Kaffee rauslässt. Ja? Oh, das wäre charmant. Also gut, was sagst du denn? Bringst du mir Kaffee, wenn es dir gefällt? Nein. Glück, heute führt man anders. Moritz, her! Ich hasse es, wenn meine Mitarbeiter nicht erreichbar sind. Moritz, daher! Was ist los? Wenn der geinet, ist sein Maul ja noch viel größer als das Finanzloch von den Erd. Los, Moritz! Mach der Mischlin einen Kaffee! Du, wir sind doch nicht in der SVP. Bei uns gilt immer das Kollegialprinzip. Eben drum. Wenn du schon Probleme in deinem Departement nicht im Griff hast, dann kannst du wenigstens uns da daheim ein bisschen an die Hand gehen. So, los, komm, einen Kaffee! Geht's noch? Such dir doch einen anderen Double. So. Grüß euch, mein Name. Sammy, mach dir Mischlin einen Kaffee. Mit Milch und Zucker? Nein. Espresso, schwarz. Wo willst du Kaffee kaufen? Selber malen ist die Wiese. Weniger Kosten, mehr Leistung. Das ist echter Service für mich. Nein. Halt. Die Hälfte langt. Ja? Mischlin ist leer, auch eine halbe Portion. So. Los, komm jetzt, vorwärts, marsch! Ah, c'est gentil! Merci, Sammy. Auftrag ausgeführt. Run! Hast du verfügen, Sammy? Das funktioniert doch prächtig. Christoph, manchmal du bist ein Genie. Jetzt weiß ich, wie ich überzeuge, Georges Busch. Mischlin, sollte man doch vielleicht nicht zuerst mal mit dem Gesamtbundesrat... The President, if you like. George, you destroy the stupid wall in Palestine. Did you understood? Yes. Okay. Au revoir. So, und? Hat's geklappt? George sagt... Die Schweiz gehört ab sofort zu die Achse des Bösen. Macht doch nicht. Der Presse sagen wir einfach, geschuld ist der Moritz. Ja, da stellt sich schon die Frage, wer hat eigentlich zu sagen im Bundesrat? Vor allem, weil da ja verschiedene Figuren rum sind, wo... Vor allem, weil sie ja... Entschuldigung, störe ich. Machen Sie da einen Film? Nein, wir sind vom Fernsehen. Aha. Wenn Sie vielleicht das Bier ein bisschen würden... Ja? Merci. Danke.